Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max. Nachdem sich die Katze jetzt am Wasserhahn gestärkt hat, das macht sie übrigens gerne, die trinkt fast nichts mehr aus dem Schälchen, die wartet, bis ich ins Bad gehe, um dann an den Wasserhahn zu springen, hat sie sich gedacht, komm, ich kann das mit dem Max auch eine Runde Battlefield 4 spielen und hat das auch gemacht. Ihr werdet feststellen, ich merke ganz überrascht, irgendwie so irgendwie eine halbe Minute, Minute, dass tatsächlich meine Katze in-game ist. Wenn ihr euch das mal genau anguckt, Katze FPS ist in-game und am Ende hat die Katze tatsächlich 14,5. Ich meine, zeigt mir mal eine andere Katze, die in Rush Battlefield 4 in 14,5 hinkriegt. Ich glaube, das ist schon rekordverdächtig und ich meine, es ist halt einfach Katz FPS, die kann es halt einfach. Die hat es halt einfach drauf. Ja? Obwohl sie schon eine Oma ist, obwohl sie 15 Jahre alt ist, die kann immer noch absolut super Battlefield 4 spielen. Da habe ich keine Probleme mit. Ich muss sagen, das Hut ab vor der Katz. Ne? Jetzt habt ihr es vielleicht gesehen, die Katze ist am Start. Aber um jetzt mal zum eigentlichen Thema zu kommen, und ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, im Vergleich zu Battlefield 3 ist in Battlefield 4 der Defibrillator der allerletzte Rotz. Das ist richtig beschissen. Was auch außer Frage steht, ist, dass das Ganze in Battlefield 3 ein bisschen zu hart war. Ich meine, guckt euch mal die Klassenverteilung an. Es gibt erstmal Medics, danach gibt es eine ganze Weile nichts, überhaupt nichts, gefolgt von Engineers. Und dann hätte ich eigentlich vermutet, so eine Mischung aus Support und Sniper, wobei in Rush Sniper teilweise überwiegen und einfach nur sinnlos rumliegen. Allerdings danach Support. Es kam ganz oft vor, dass man in Battlefield 3 tatsächlich Munition gebraucht hat und es gab keine Munition, weil es keinen Supporter gab. Es ist immer noch ein Unterschied, ob es einen Supporter gibt, der bloß zu blöd ist oder es nicht mitkriegt, eine Munition zu geben, oder ob es überhaupt keinen gibt. Und in Battlefield 3 war das einfach Medic. Du hast am besten dann auch mehr Ammo mitgenommen als Perk. Gut war, Medic Train ohne Ende, man konnte sich pausenlos wiederbeleben, wenn es nicht das gegnerische Team geschafft hat, tatsächlich alle komplett instant niederzumähen, war das eine Retzorgie, eine Wiederleb-, ja, das ist ein bisschen Online-RPG-Sprache hier, eine Wiederbeleb-Orgie ohne Ende. Das Ganze war natürlich ein bisschen zu stark, das ist natürlich den Jungs von DICE auch gedämmert irgendwie und es war auch viel Kritikpunkt bei Battlefield 3. Viele Leute haben gesagt, das kann nicht sein. Übrigens, an dieser Stelle finde ich das Lane-Feature zur Ausnahmsweise mal echt sinnvoll. Es haben viele Leute gesagt, es kann nicht sein, dass der Medic so dominiert. Und ich hätte mir eigentlich gehofft, dass es eventuell kleine Anpassungen schon in Battlefield 3 gegeben hat. Allerdings jetzt, nachdem wir wissen, ja, die haben ja eigentlich die ganze Zeit schon eher auf Battlefield 4 geschielt, war klar, dass in dieser Richtung da nichts mehr kommt. Übrigens, die Mini-Granaten, das Beste überhaupt, wie weit man die Dinger werfen kann. Die Dinger haben übrigens den gleichen, an der Stelle nochmal erwähnt, Granaten, ja. Ich habe mir das mal auf der Stats-Seite angeguckt. Anscheinend haben die Mini-Granaten eine Größe, nein, Schwachsinn, vergiss es, den gleichen Radius wie eine große, wie eine Frag-Granate. Allerdings macht die Frag-Granate in den ersten 2 Metern, glaube ich, mehr Damage. Eine Frag-Granate kann einen innerhalb eines 2-Meter-Radius, glaube ich, direkt killen. Eine Mini-Granate nicht. Dafür kann man die Dinger weiterwerfen, hat 3. Also ich finde, die Mini-Granaten sind mit Abstand die besten Granaten in dem ganzen Game. Aber um mal wieder zurückzukommen zum Defibrillator, natürlich, das war Kritikpunkt bei Battlefield 3. Jetzt, nachdem die Änderungen eingeführt wurden am Defibrillator in Battlefield 4, naja, ist das Geschrei im Battlelog auch groß, denn ich meine, das Gefühl und die Klasse hat sich schon, auch wenn es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, schon ganz schön geändert. Und ich finde, nicht unbedingt zum Guten. Ich meine, wie gesagt, es steht außer Frage, dass der Medic zu stark war und der Defibrillator-Action zu stark gewesen ist. Bad Company übrigens genau das gleiche. Ne? Damals war es halt, nicht der Assault, sondern es war wirklich der Medic mit LMG und das war auch übertrieben stark. Da konnte man auch nichts, kann man auch nichts dagegen sagen. Generell sind Klassen, die wiederbeleben können und heilen können, in einem halt saumäßig stark. Und in Bad Company 2 war das Wiederbeleben auch mit 100%. Naja, zumindest ist das Geschrei jetzt auch groß. Die Klasse unterscheidet sich wirklich gehörig dadurch. Und es ist nicht nur zum Positiven. Es gibt mal wirklich ein paar Punkte, wo man sagen muss, das ist scheiße vom Design her. Und das ist auch ein bisschen zu schwach. Ich finde es vollkommen okay, dass das abgeschafft wurde, wie es in Battlefield 3 gewesen ist. Allerdings ist es ein bisschen zu übertrieben. Es ist ja nicht nur, dass abgesenkt wurde, dass man jetzt mit 20% Leben wiederbelebt wird, anstatt 100. Ja, ich weiß, außer man lädt auf. Allerdings braucht das 4 bis 5 Sekunden, ohne Scheiß. Man hat nie 4 bis 5 Sekunden Zeit, um einfach mal dazustehen. Hier, Defri reiben, ja, ha, zick, bzzzt. Das hast du nicht. Du hast keine Zeit dafür. Und wenn du die Zeit für hast, ist dann dein Teammate wahrscheinlich schon wieder neu gespawnt und du kannst ihn auch nicht wiederbeleben. Also diese Zeit ist definitiv zu lang. Also es ist nicht nur so, dass man mit nur 20, in der Regel fast immer, mit 20% wiederbelebt wird, dementsprechend es auch weniger Punkte gibt, das ist eh nicht das Problem. Die Punkte, finde ich, ist eine Sache, die jetzt nicht so wichtig sind, ob 20 oder 100
Ist natürlich schon ein großer Unterschied, ja. Ich kann verstehen, dass das abgeschwächt wurde. Es gab ja Leute, die haben auf Metro nichts anderes gemacht, wie einfach die ganze Zeit wiederzubeleben, ja. Es ging ab, das hat mehr Punkte gegeben als zu killen eigentlich, weil du konntest schneller wiederbeleben als Leute killen. Naja, das Problem ist ein bisschen nicht wirklich die Punkte, sondern wozu man wiederbelebt, ist ganz klar natürlich um den Ticket-Counter. Ich rede jetzt mal von Rush und von allen Spielmodi eigentlich, um den Ticket-Counter hochzuhalten. Das ist der Sinn und Zweck des Wiederlebens. Des Wiederbelebens. Das Problem ist jetzt bei der ganzen Sache erstens, dass der Medic nicht mehr, oder ich sag, der Assault nicht mehr gezwungen wird, den Defi mitzunehmen. Er wird ja auch nicht mehr gezwungen, das Medikit mitzunehmen. Das ist eine Sache, die sieht erstmal super aus. Sagt man sich, hey, geil, Customization. Allerdings, wenn ich mir das dann angucke, dass es tatsächlich Leute gibt, die mit dem M320 und einem anderen, was weiß ich, mit dem M26 rumrennen, also mit zwei absolut nicht Medic-Sachen, weil sie denken, hey, man ist damit viel besser, man killt damit viel mehr. Wo ich gleich auch nochmal was zu sagen muss, von wegen man killt viel mehr. Ja, das machen leider viele. Das führt dazu, dass viele andere Leute Frust schieben, weil sie nicht wiederbelebt werden. Und wenn man mal ehrlich ist, ist es auch kontraproduktiv für diese Leute, die sich dann einbilden, dass sie damit tatsächlich mehr Kills machen, letztendlich auf eine bessere KD schielen. Denn wenn das alle machen, dann werden diese Leute ja auch nicht wiederbelebt. Und ich behaupte einfach mal, hat man ein Team mit Assaults, die Medikit plus Defibrillator spielen, ist die KD vom gesamten Team besser, als wenn alle M320 und M26 und sonst was in der Richtung spielen. Weil, wenn man nicht gegen die totalen Bobs spielt, man wird früher oder später einfach mal sterben. Wenn man dann wiederbelebt wird, ist das egal. Und wenn man halt nicht wiederbelebt wird, weil alle M320 und M26 spielen, dann ist es auch für die, die tatsächlich richtig voll auf KD gucken, kontraproduktiv, eben nicht Medikit und Defibrillator mitzunehmen. Weil das machen alle. Und das ist, ja, es ist einfach nicht sinnvoll. Und es ist auch nicht gut für KD, für Leute, die da drauf gucken. Muss man an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, man hat echt gar nichts davon. Eben, also für mich gibt es es gibt für mich keine Alternative zu großem Medikit plus Defibrillator für den Assault. Das kleine Medikit, da kann man sich jetzt noch drüber streiten, ja. Aber großes Medikit plus Defibrillator, es gibt für mich nichts anderes, was man als Assault mitnehmen sollte. Erstens, man möchte natürlich die Runde gewinnen, ganz klar. Und zweitens, wenn das alle machen, steht man selber viel besser da. Und ich kann das nicht oft genug betonen, weil es mittlerweile echt so viele Leute gibt, die tatsächlich, weil sie denken, sie machen mehr Kills, sie haben bessere Stats am Ende, M320 mitnehmen. Nein, Leute, eure Stats sind besser, wenn ihr euch darauf verlassen könnt, dass ihr wiederbelebt werdet. Und das geht nur, wenn es die anderen Leute auch wissen. Ja, das ist ein kleiner Teufelskreis, dass dann sonst alle anfangen. Entweder laufen alle mit dem gleichen Scheiß rum, M320, oder es laufen alle. Oder ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach so eine Sache. Also auf die Stats kann man das nicht schieben. Und ich behaupte einfach mal, wenn alle mit Defi plus Medikit spielen, stehen alle mit den Stats besser da. Gut, es wurden am Defibrillator noch ein paar andere Sachen angepasst, wo ich wirklich tatsächlich. Das ist nicht direkt am Defibrillator, sondern so im Umfeld. Wenn man wiederbelebt wird und stirbt, kann man anscheinend nicht direkt neu wiederbelebt werden. Das sind alles so kleine Sachen, die hätte ich mir also kleine Tweaks für Battlefield 3 ohne Probleme gefallen lassen. Allerdings, die Masse macht's. Und die Masse macht's, dass das einfach deutlich schlechter ist und auch für viele Leute unattraktiver, einen Defibrillator mitzunehmen. Wie gesagt, es gibt weniger Punkte. Über Aufladen müssen wir uns nicht unterhalten. Dafür ist die Zeit nicht. Es gibt weniger Punkte. Man kann die Leute nicht wieder direkt nochmal neu wiederbeleben, was auch irgendwie ein bisschen doof ist. Es ist jetzt optional, dass man das mitnimmt. Sprich, manche Leute denken sich, hey, M320 ist viel besser, M26 ist viel besser, ist viel besser. Natürlich, das Ding lebt bloß mal mit 20% wieder als mit 100%. Man hat anscheinend irgendwie eine kürzere Immunzeit. Oder man steht zumindest langsamer wieder auf. Das merkt man ganz extrem. Also man stirbt so oft nach einem Wiederbelebversuch, wie man es in Battlefield 3 quasi nie passiert ist. Und das sind alles Sachen, Kombinationen, die machen den Defibrillator tatsächlich wirklich deutlich schwächer und auch den Assault deutlich schwächer. Wobei das Assault-Abschwächen nicht das Problem ist, sondern das Wiederbeleben. Das macht es einfach schlechter, das macht den Spielfluss schlechter. Das macht das Teamplay, das ist das, wo ja alle immer, wenn man Battlelog liest, ja, weißt du, auf der einen Seite sind es Leute, die gammeln da mit dem M320 rum, aber wenn sie Battlelog posten, sind es die totalen Teamplayer und erzählen denen die ganze Zeit so, ja, ich wiederbelebe ja immer, auch die Zeit ist viel zu kurz und sonst was in der Richtung. Man muss ehrlich sagen, man merkt bei vielen Leuten so ein bisschen die Prioritätsverschiebung in Battlefield 3. Dadurch, dass das ganze System von Defibrillator jetzt ein bisschen schwächer ist, werden auch die Prioritäten anders gesetzt. In Battlefield 3 war es ganz einfach, dadurch, dass das relativ stark war, und ich rede absichtlich jetzt nicht von den Punkten, die man dafür gekriegt hat, die waren mir ehrlich gesagt, na, scheiß drauf, das hast du anderweitig
mit Heilung, mit Gegnerkillen, mit M-Coms, da hast du genug Punkte. Warum schmeiß ich die Granate da eigentlich hin? Egal. Hast du genug Punkte gemacht. Aber dadurch, dass diese ganze Mechanik jetzt schwächer ist, findet so ein bisschen Prioritätsverschiebung statt bei den Leuten, ja? Also ihr seid in einem Kampf, zwei Leute fallen um und das Erste, was dir in Battlefield 3 in den Sinn gekommen ist, ist zack, Defi raus. Das ging auch viel schneller alles. Das war viel direkter. Defi raus, bzzzt, bzzzt, geswitcht auf Waffe. Das ging sauschnell. Und deine anderen zwei Typen waren wieder topfit. Da hat man richtig gemerkt, hey, wenn ich das jetzt mache, das bringt was. Das führt dazu, dass wir gewinnen. Das hat man in diesem Moment richtig gespürt. In Battlefield 3 ist das anders. Man steht da, zwei um einen sterben. Man selber überlegt sich dreimal, investiere ich jetzt die Zeit, die wiederzubeleben? Wobei sie fast ziemlich sicher direkt wieder sterben werden. Ich wahrscheinlich auch in der Zeit sterben werde. Oder bleibe ich in den Iron Sights und gucke auf die Ecke, wo die Gegner zuletzt rumgerannt sind, in der Hoffnung, ich krieg sie vielleicht noch oder ich überlebe es wenigstens selbst. Also man merkt eindeutig, dass bei vielen Spielern, auch bei mir selbst, ich kann mich da nicht ausschließen, so ein bisschen Prioritätsverschiebung stattfindet zwischen Wiederbeleben oder Nicht-Wiederbeleben. Und das finde ich ist, naja, das ist so eine Sache, die betrachte ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Denn vor allem für die Leute, die immer das Teamplay hochhalten und viel über Teamplay erzählen, muss man ehrlich sagen, naja, so stark das System in Battlefield 3 auch gewesen ist, Teamplay hat es doch tatsächlich mehr gefördert. Ist einfach letztendlich, wenn man sich das mal anguckt, wie das Verhalten der Leute, wie die Granate nicht fliegt, wie das Verhalten der Leute in-game ist, das ist einfach so. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Ich erwarte jetzt nicht oder ich will jetzt nicht, dass man das komplett zurücktritt, wie es in Battlefield 3 gewesen ist. Man könnte mehrere Sachen machen. Wie gesagt, ich denke, die Kombination daraus ist es, was ich alles aufgezählt habe, was es halt so viel schwächer macht. Wäre es alles gleich wie in Battlefield 3 und die Leute würden mit weniger Leben aufstehen, wär das okay, ja? Wäre es alles wie in Battlefield 3 und die Leute hätten kürzeren Immuntimer oder sowas in der Richtung, das wäre auch okay, das wäre auch kein Problem. Ja, wäre es alles wie in Battlefield 3, die Leute werden gezwungen, Defi mitzunehmen. Ja, auch okay. Aber diese Änderungen in Kombination machen es einfach schlechter, finde ich. Machen es einfach schlechter. Machen es schle wie soll ich das sagen? Das Wort Spielfluss ist immer so scheiße an dieser Stelle. Ja, aber das ist es letztendlich. Es macht es einfach unnötig langsam. Es macht es einfach unnötig langsam. Es bringt Frust bei allen Leuten, die mitspielen. Es ist ja nicht mal so, dass es irgendwie einem was bringen würde. Ja. Es gibt keine Seite, die sagt, jawohl, also die davon richtig profitieren würde, dass es so ist. Das gibt's nicht, ja. So, wenn das teilweise ein bisschen angepasst werden, wäre viel besser gewesen. Letztendlich, so wie es jetzt ist, heulen alle Leute drüber rum, dass sie nicht wiederbelebt werden. Und das ist auch eine Folge dadurch, dass das so abgeschwächt wurde, unter anderem auch weniger Punkte gibt. Ich meine, es gibt tatsächlich Leute, die den Sinn nicht dahinter verstehen, zwischen Ticket retten, wir beleben wieder. Die kann man bestimmt da mit Punkten locken. Und es gibt einfach Leute, die wirst du nicht dazu kriegen, dass sie im Mindestmaß freiwillig im Team spielen. Auch wenn es für jeden besser ist. Es ist für jeden besser. Es bringt in diesem Game gar nichts, tatsächlich, besonders in Rush, alleine vorzurennen. Ja? Man muss wirklich immer genau abwägen, wann Team Support, wann schauen. Ja? Allerdings ist es wichtig, dass man ein gewisses Mindestmaß an Zusammenspiel hat bei der ganzen Sache, weil es für alle Beteiligten besser ist. Es geht für alle Beteiligten besser aus, ja. Ich sehe es jetzt auch nicht ein, hinten rum zu gammeln, als MG-Schütze in einem Panzerfahrer, der nicht 2 Meter nach vorne kommt. Da steige ich auch aus oder so ein paar andere Sachen, ja. Man muss nicht auf die größten Bobs der Welt, die mitspielen, Rücksicht nehmen. Das will ich damit gar nicht sagen. Allerdings, wenn man mit ein paar Leuten, die das Game gecheckt haben, so halbwegs zusammenspielt, dann ist es für alle Leute besser. Und ich hoffe, dass an der Defibrillator-Mechanik, das ist für mich echt eine ganz zentrale Geschichte, die sich geändert hat in Battlefield 4, dass sich da tatsächlich noch was dran ändert. Denn ich denke, es wäre für keinen von Nachteil, wenn sich das ändern würde. Es würde den Assault vielleicht ein bisschen stärker machen oder sonst was, aber so wild ist es jetzt ja nur auch wieder nicht. Aber es würde dem Gameplay richtig viel geben. Wenn das Defibrillieren, wenn das Wiederbeleben wieder besser wäre. Was auch noch eine Sache ist, man bleibt viel zu kurz liegen. Für die ganze Sache. Könnte man es nicht so machen, dass ich einfach noch ganz lange liegen bleibe, wenn ich nicht weiter spawnen drücke? Oder sowas. Das wäre doch. Macht's einfach so, ja? Und schwächt ein paar andere Sachen ab. Macht vielleicht. Lass die Leute wieder mit. Zwar gebt ihnen 20 Punkte, aber lass die Leute mit 100% aufstehen oder sowas in der Richtung. Irgendwas. Das muss einfach angepasst werden. Das würde das Spiel einfach so viel besser machen wieder.
So, das war's jetzt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Ich weiß, dass es im Battlelog extrem heiß diskutiert ist. Und deswegen würde mich auch mal interessieren, was ihr zu der ganzen Geschichte denkt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.